Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft II Cast Nummer 2312. Wir sind hier in einem Showmatch. Ein kleiner Einschub, etwas Spezielles, ein Teamgame der besonderen Art. Wir haben hier zwei Teams A3 Spieler, insgesamt ein 3 gegen 3. Und es ist einmal in Blau Kellasur, in Hellblau, da haben wir Hastem. Und Team Nummer 1 wird komplettiert dann noch von Scarlet. Wie man sieht, die spielen ihre respektiven Rassen, also Protoss, Terraner und Zerg. Und auf der Gegenseite haben wir ein selbes Thema, nämlich die Terraner in Gelb, das spielt Clem. In Orange der Protoss, das ist Creator. Und in Rot der Zerg, das ist Rainer. Und da fällt was auf, nämlich an den Einheiten-Skins. Das sind die Brood War Skins. Und das nicht ohne Grund, denn das ist ein Brood War vs. StarCraft 2 Showmatch. Es gibt da nämlich seit kurzem so, glaube ich sogar schon länger ein bisschen, eine Mod, die quasi beide Spiele in 1 reinwirft. Also StarCraft 2 kann dagegen StarCraft 1 antreten. Also es gibt das Design der Brood War Rassen entsprechend. Also mit den Gebäuden, mit den Einheiten. Es sind nicht alle Skins, die angepasst sind. Es gibt ein paar Gebäude und Einheiten, die sehen eben aus wie die StarCraft 2 Version. Aber so grundsätzlich gibt es da eine sehr, sehr gute Skinset, um das alles hinzukriegen. Und ja, entsprechend auch, ich bin sehr gespannt, wie die Balance ist, wie das hier alles dann abläuft, wie das genau geplant ist, weil ja eigentlich Brood War anders mechanisch funktioniert, wie die Werte so sind, wie das ja entsprechend aufeinander passt. Da ist es auf jeden Fall interessant. Wir haben Team StarCraft 2 hier oben und Team Brood War unten. Und da sagt Ben schon, good luck, you will need it. Also er ist da zuversichtlich, dass sein Team da das Stärkere ist. Spawning Pool, also wir kriegen so die ersten Themen mit dazu, wie man sieht, Scarlet bereits mit Doppel-Expansion geht auf 3 Basen. Wir haben einmal Haster mit seiner Expansion. Währenddessen baut Kellasur allein im Reaper. Das wird gescoutet von der Probe von Creator. Der hat da die ganzen Infos. Auf der anderen Seite, da gab es gerade den Berserker. Der wurde jetzt gecancelt aus dem Gateway. Und wir haben auch, glaube ich, schon unterschiedliche Werte. Bin ich. Ne, das ist 500, 500. Das ist tatsächlich dasselbe. Da kommt über die Expansion für den Protoss in Orange. Clem mit hier Factory oben drauf. Hat da eben die Marines, auch die Marines in der Brood War Variante. Und wir haben hier die Expansion für Rainer, die da schon fertig ist. Die Hatchery und dann auch eine Makro-Hatchery, denn ja, Brood War hat keine Queens. Das heißt, man braucht Makro-Hatches, um vernünftig Produktion zu haben. Dafür wird jetzt gerade gesorgt. Bin sehr gespannt eben, was das jetzt abgeht. Reaper kommt nämlich gerade rüber. Ein Adept wird auch noch gebaut. Währenddessen gibt es den ersten Dragoon, den ersten Dragoner und auch dessen Reichweiten-Upgrade. Dass damit dazu kommt, ein Kybernetik-Kern, Cybernetics Core, das ist hier gerade unterwegs, und dessen die Probes leiden ein bisschen. Der Singularity Charge, eben plus eine Reichweite, die Marines versuchen jetzt den Reaper loszuwerden. Man muss natürlich im Teamgame auch ein bisschen zusammenhelfen, dass das alles klappt. Und der Dragoon hat eben jetzt hier die Feuerpower, um den Reaper auszuschalten, ein letzter Treffer noch, und damit hat er das dann auch erreicht. So, da sieht man dann auch schon etwas Brood-War-spezifisches, kommt der zweite Factory. Es werden hier einmal die Vultures, die Adler, gebaut. Und dann auch die Sounds sind die alten, die Brood War Sounds. Also die für StarCraft 2 angepasst sind, weil StarCraft 2 hat in seinem Editor so ziemlich das komplette Brood War Set an. Sowohl eben Grafiken als auch Sounds mit drin. Und da hat sich jemand eben die Mühe gemacht, das zusammenzusetzen und eben auch die Balance anzupassen, dass das miteinander halbwegs harmoniert. So, da sieht man, ein Adapt würde hier gerne rein. Also momentan ist es Team StarCraft 2, die sehr, sehr aggressiv nach vorne gehen. Situation im Supply sehen wir unten. Und dann Rainer derjenige, der noch gerade versucht, sich aufzubauen. Makro-Hedge steht jetzt, da kommt dann nochmal eine Hedge mit dazu. Wenn das in die Expansion von Clem ist mit dabei, das heißt, das Team unten hat komplett expandiert. Und jetzt auch ist Kellasur am Start mit seiner Expansion. Damit hat auch beim StarCraft-Side-Team jeder seine weitere Basen. Jetzt sieht man eben einen Adler gegen den Adept, der kann den kiten. Was jetzt aber als Problem mit dazu kommt, ist das Oracle. Das snipet die einen aber problemlos weg. Das Oracle versucht weiter nach vorne zu preschen. Hastem will hier mehr Damage machen. Aber dann haben wir hier Antia mit dem Dragoon und den Marines. Und dann noch mehr Dragoons in der Main Base von Creator. Schafft es nicht, die Einheit zu snipen, aber er macht gut Schaden. Und ja, da kommen dann auch schon die speziellen Sachen aus Brood War. Da kommt ein Reaver, ein Räuber, zusammen mit einem Shuttle, weil es ja kein Warp Prism gibt. Da haben wir auch den Siege Tank, der damit dazu kommt. Die Siege Tanks Brood War knallen richtig heftig. Sind sehr gefährliche Einheiten. Und entsprechend auch aufgerüstet mit einem Machine Shop, also mit einer Werkstatt. Da gibt es nicht die Tech Lab Reaktorkonstruktion wie in StarCraft 2. Und das haben wir da das nochmal ein Stargate und Phoenix werden gebaut von Hastem. Also generell, wie sie das Metagame da so bündelt, wird sehr, sehr spannend. Zwischen den einzelnen Seiten, wir haben jetzt Hydralisken auch unterwegs für Rainer, damit er auch mal mit ein paar Einheiten auf dem Feld steht. Supply ist bei allen noch relativ ähnlich. Wer da ein bisschen gerade davonläuft, ist Scarlet, die jetzt hier Roach-Upgrades ran schafft. Roach-Speed und 1-1, aber wie man sieht, sie konzentriert sich massig auf Economy.
Sie pumpt da richtig viele Drones. Also sie will dann später mit noch mehr Masse vorbeikommen. Aktuell überlässt es ihren Teamkollegen einfach die Situation unter Kontrolle zu haben und sie will dann die Economy-Schiene fahren. Ja, da kommt dann auch nochmal eine Basis mit oben drauf. Also alle Seiten dürfen sich eine Runde vorbereiten. Alle kriegen so ihre Werkzeuge. Und tatsächlich, wir sind schon bei der Queen angekommen, also die Brood War Queen, die in dem Fall ein fliegender Spellcaster ist. Also wir haben schon sehr, sehr breit gefächerten Tech bekommen teilweise. Da kommen dann auch Upgrades, wie man sieht, beim Terraner in Gelb. Einmal der Siege-Modus, der vorstellt muss. Einmal die Spinnenminen für die Adler, die man dann setzen kann. Ansonsten für das Warp-Prism, nicht für das Warp-Prism, für das Shuttle, das Geschwindigkeitsupgrade. Reavers sind da, die prozedieren dann ihre Scarabs und können damit ordentliche Keulen auf die Karte jagen. Gerade mal gucken, da eine chillt hier rum. Ah, weil das Shuttle wurde gesniped, der Reaver lebt aber noch. Die Phoenix haben das auch markiert, also Hasten konnte das abfangen, diesen Drop, damit das keine Probleme bereiten. Die expandieren immer weiter in die Mitte, also es geht da schon einiges rund. Production-Tabs, wie man sieht, sind auch sehr, sehr schwer beschäftigt mit mehr Infrastruktur. Da kommt noch das Observatorium beim Protoss in Orange. Währenddessen kommen Infestoren für Scarlet tatsächlich und ihre Roche schickt sie auch nach vorne. Hier gibt es jetzt nämlich gerade den Besuch, da wird die Economy ein bisschen belagert. Da kommen die Dragoons und die Hydras, also sehr viel Anti, um die Phoenixe wegzuschlagen. Parallel aber die Roaches schaffen es erfolgreich, diese Basis zu blocken. Crater kann nicht nochmal expandieren. Währenddessen hat sich Rain aber auch seine vierte Basis da geschnappt. Also die Zergs auf beiden Seiten kommen mit richtig viel Economy um die Ecke. Supply Station Scarlet führt aber jetzt bedeutend, eben auch dank der Roaches, die das Supply Station erfüllen. Sie ist bei 124. Die Phoenixe nehmen noch mehr Probes gerade raus. Und ja, die Phoenixe sind generell gerade ein großes Problem für das Brood War Team. Da waren jetzt Goliaths gebaut für den Terraner, auch noch da mehr Anti-Air, mehr Hydras bei Rainer und ja, wir haben bei Crater noch ein bisschen eine Mischung, was der gerade so alles mit dazu baut. Holt sich hier in dem Fall noch eine Zitadelle von Adun für Upgrades, für generell mehr Tech und ja, die Phoenixe weiterhin, sie sind am Zuschlagen und sie sind ja die große Herausforderung. Crater leidet inzwischen richtig heftig runter. Da kommen jetzt Missile Turrets von seinem Teamkollegen von Clem, damit er ein bisschen Static Defense, damit er irgendwas mal zurückschießen kann, nachdem die Phoenixe schon so viel Schaden angerichtet haben. Und Hasim legt da noch einen drauf, der geht nämlich auf den Fleet Beacon, holt sich das plus 1 auch, also diese Phoenixe bleiben weiter ein Problem. Sehr schnelle Einheiten, Parallelangriff jetzt auch von Kellasur, Biodrop ganz klassisch auf die Hedge von Rainer, der hat aber Hydras ohne Ende, die Queen eben mit dabei, Spellcaster und da einmal das Medivac angekotzt, kommt aber trotzdem weg. Damit sollte er aber zumindest Vision da drauf haben. Genau, sieht jetzt eben, wo sich der Drop aufhält, man hört auch eben, die Announcers sind auch entsprechend andere als die klassischen. So, man hat auch gerade den Panzer knallen hören, da die Scarabs teilen richtig viel Damage aus, die Infestoren sind mit dabei. Also, Damage ist schon da an der Armee. Sie ist halt teilweise nicht so agil. Infestoren sterben da ziemlich schnell weg. Gut, die Infestoren auch ohne Support haben es nicht so einfach. Oben geht es wieder zur Sache, der Drop ist wieder mal da und der nimmt die Edges doch komplett raus mit ein paar Drones. Also, Reinhardt konnte das eben nicht halten. Die Phoenixes sind wieder hier reingerannt. Das sind jetzt Missile Turrets mit dabei, die Goliaths knallen jetzt mit drauf. Das sind auch die Verlierer. Also, die Mech-Armee wird größer und da wird eine Hydra-Armee rangelockt, gefangelt und auseinandergenommen, bis der restliche Ball ankommt. Also Rainer da mit einem Trupp vorne, der sofort bestraft. Die Hydras versuchen ihr Bestes da zurückzuschlagen. Wo sind seine Teamkollegen, die ihm da helfen sollten, helfen müssen eigentlich, um die Position in den Griff zu kriegen? Aktuell das Starcraft-Side-Team macht richtig durch. Ja, Scarlet ist maxed out. Also man merkt, ihre Vorbereitungsphase ist abgeschlossen. Sie kann jetzt auf Full Attack gehen. Da ist eben der Reaver, der knallt gut an Schaden rein. Sein Kollege ist auch mal dabei. Es haut ziemlich viel Hitpoints der Roaches runter. Da knallt es auch nochmal tatsächlich. Und die Infestoren leiden jetzt nochmal, die Hydras pushen jetzt nochmal ein bisschen raus. Es gibt wieder der Biotrupp, der einfach komplett eigene Aktion macht. Da ist auch ein Cycler tatsächlich mit dabei, die nächste Basis wird hier angegangen. Also Kellasur ist die Nervensäge, der währenddessen am Wonders angreift und damit versucht, die gegnerische Verteidigung ein bisschen auszuspielen. Und hat auch ein weiteres Mal Erfolg, wie man sieht, die Basis lebt zwar, aber der Schaden ist trotzdem da. Und er macht einfach easy weiter, indem er versucht, in die Hauptbasis zu kommen. Parallel drückt sich Scarlet auch wieder nach vorne mit den Roaches. Und wie man sieht, das Bruder-Team hängt bei 100 Supply mit allen Spielern rum, wenn das ein... Sieht es beim StarCraft 2 Team da schon etwas upiger aus, haben da so da gerade den Vorteil. Und jetzt Hasim rüstet um auf Carrier, auf die ganz großen Schiffe. Ne, das ist ein Scarlet upgradet einfach weiter und weiter in ihrer aktuellen Strategie. Roaches mit Burrow und Tunneling Claws in der No Repair Side für den Investoren. Und hier wieder die Hydras haben einfach einen Fight, den sie nicht wirklich schaffen. Das die Hydras tun sich da wirklich schwer. Generell, was Rainer wirklich was bringen würde, wäre ein Lurker. Aber er hat aktuell keine. Stattdessen werden da, es werden infizierte Terraner gebaut, der da gerade reinläuft. Das sind ja Einheiten, die sich selbst hochjagen können. Dazu braucht ein infiziertes Command Center. Das hat er tatsächlich bekommen. Also er hat von seinem Teamkollegen ein Command Center infiziert. Die infizierten Terraner sind ja einfach Einheiten wie Banelinge, aber die machen wirklich bomben viel Schaden. Also die sind
komplett tödlich auf alles. Man sieht auch, die Linke ist ein bisschen kleiner, die Roaches ballern sich hier weiter durch. Unten die Bio kämpft sich durch das nächste Hauptgebäude, durch die nächste Base. Lippe, da waren jetzt hier mit rausgeschickt. Ja, aktuell tatsächlich meine FPS droppen hier und da ein bisschen, muss man sagen. Die Dragoons fighten mit dem Reaver zusammen. Die Goliaths werden von den Panzern angeschossen. Also jetzt die Stark of Zeitpanzer mit dem Einsatz. Die Basis wird ausgeschaltet. Der Drop fliegt dann easy weiter. Scarlet's Army hält sich da erstmal noch ein bisschen zurück. Und aktuell immer noch sehr einseitig, wer hier belagert wird, wer hier quasi das Tempo vorgibt. Die Basis wird jetzt belagert durch die Liberator, also es nervt nochmal mehr in der Economy. Und hier die Roaches trennen sich ab. Die Rapper schon mal ihren eigenen Move. Cross of Files mitten rein in die ganze Party. Zerstören ein bisschen was. Nächste Basis ist down. Bis man hier wieder eine weitere Explosion landet, wie man sehen kann. Man kann die Infested Turrets auch eingraben. So, und hier der Reaver versucht zu flanken. Also die Zerg Army in Violett kriegt gerade einiges an Ärger ab. Der Schaden ist schon da. Man muss halt auf die Einheiten ziemlich aufpassen. Man sieht, dass der Reaver ist gerade draufgegangen. Und jetzt auch Terror hier mit dabei, um da Lufteinheiten abfangen zu können, wenn da welche mit dabei wären. Aktuell ist Scarlet aber mit der ganz normalen Roach Army unterwegs. Der Bio-Drop kommt wieder mal vorbei. Das Shuttle wird gesniped. Die Phoenixe kiten gegen die Terror. Die Bio prügelt sich durch die Hydras durch und die Base wird ein weiteres Mal zerstört. Also es ist nach wie vor das Starcraft 2 Team, das hier den Ton angibt, dass hier den Gegner weiter und weiter zurückdrängt. Die Bio hier macht große, große Probleme. Die Panzer werden gesiegt, aber die Panzer kommen bisher nicht wirklich zum Einsatz. Jetzt knallt sich mal ein bisschen Schaden rein. Aber trotzdem, basentechnisch ist es sehr knapp und es gibt eine zweite Aktion. Denn Haastem ist mit seinen Karen jetzt hier angekommen, ballert sich durch die Mainbase von Creator durch, der auch massiv Supply blockt ist inzwischen und noch mehr Infrastruktur gerade verliert. Die Goliaths sind an sich gut gegen Carrier, zumindest in, wenn man es aus Boot Wars Sicht sieht. Ob sie gegen Stark of Zeit Carrier gut sind, ist eine andere Frage. Die Carrier hier sorgen schon für einige Schwierigkeiten. Die Dragoons werden zerrissen von den ganzen Interceptoren. Und Carsten farmt einfach Kills. Keller so ist quasi Max. Scarlet ist es eh eigentlich die ganze Zeit. Die hat einen Haufen Geld, das sie noch verwenden kann. Und momentan geht es immer noch in eine Richtung. Da oben gibt es auch schon die nächste Base. Also dem Starcraft Cycling geht es prima. Man sieht das, wie tief Haastem hier schon der Base kommt. Es gibt einfach nicht die Gegenwehr, es gibt nicht die Antwort. Es fehlt die Antwort. Die Einheiten stehen sich gegenseitig in Bewegung. Es wird hier immer weniger. Trader ist quasi schon aus dem Spiel rausgenommen. Seine Infrastruktur ist ziemlich down, seine Economy ist ziemlich down. Und die Basen lassen auch nach und nach nach, was die Mineralienfelder betrifft. Die Basis oben wird geblockt durch eine Roach. Den Verstorn ist hier mit dabei, wollen Fackel setzen, nein, wollen nur Parasite setzen auf die Siege Tanks, damit die keine Gefahr mehr sind. Die Hydras fighten nochmal zurück. Er versucht, diese Zerg Army zumindest zurück zu pushen. Die Carrier werden das nur räumen, einfach weiter durch. Die killen alles, was sich auch nur ansatzweise in ihrer Nähe befindet. Also auch Haastem geht's hier prima. Jetzt ein paar Goliaths kommen vorbei, aber die Antia ist einfach zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, schon zu schwach angesiedelt. Ein Carrier fällt. Aber jetzt kommt, man sieht das, da kommen Panzer Marines. Na, das ist halt nicht die gesamte Armee, die eigentlich das Starcraft Zeitteam parat hat. Die räumen trotzdem schon sehr gut auf. Phoenix jetzt hier noch mit dabei, um da weiter zurückzuschlagen. Hydras geben ihr absolut bestes. Goliaths hier mit dabei. Da ist nochmal eine gebündelte Truppe mit dabei. Aber das Problem ist einfach die Masse. Die Masse ist nicht wirklich da. Und man wird an Infrastruktur immer noch massenhaft belagert. Das Guru-Team kämpft hauptsächlich hier an der eigenen Base und versucht sein Bestes, da irgendwie am Leben zu bleiben. Falls es irgendwie möglich ist. Man sieht, Zerg auf Zerg kann sich easy Upgrades gönnen. Die Einheiten nochmal stärker machen. Die Phoenixe gehen nochmal rein. Die Terror schaffen es nicht mal, den Carry hier auszuschalten. Die Phoenixe sind weiterhin im Weg. Die Hydras fighten bis an ihr bitteres Ende. Aber das Ende ist gekommen. Da ist das GG von Vayner. Da ist GG von Clem. Und dann im Teamgame kann man das dann auch nicht mehr weiter managen. Das StarCraft 2 Team gewinnt in dem Fall. Ja, es ist eben ein kürzeres Game. Es ist auch nur dieses Best of One, das da gemacht wurde als Showgame. Es ist eben eine Mod, die man spielen kann. Mit dem kann man sich einfach selber Karten auch aufmachen, wo man dann die Brood War Optionen auch zur Auswahl hat. Man kann eben auch Brood War gegen StarCraft 2 im 1 gegen 1, glaube ich, da spielen. Das ist nicht zwingend Team. Ich habe da in dem Fall auch keine Grafen mit dabei. Aber was wir haben, ist ein Units Lost Tab für die beiden Teams, wo man sieht, was so alles verloren ging. Und da sieht man immer, dass die Economy wurde ziemlich zerrissen. Einfach die ganze Zeit. Gut, das sind jetzt nur die Units Lost. Gebäude Lost haben wir da gar nicht. Dafür ist der Platz nicht da im Interface, aber trotzdem sieht man die Einheiten. Und da sieht man eben 60 Worker auf den Seiten. Also die Economy wurde auf jeden Fall auf die StarCraft 2 Version hochgepusht. Die Brood War Einheiten, bis die Brood War Worker sind da quasi mehr wie die StarCraft 2 Worker. Auch von der Masse und von der Produktion her. Und ja, die Einheiten sind mit dabei und haben, glaube ich, schon noch ihre eigenen Charakteristiken. Gerade die Infested Turrets sind da mit dabei. Kosten nicht viel, wenig Hitpoints, aber knallen ordentlich. Sind halt, ja, Nahkämpfer, müssen erstmal ranlaufen ans Ziel. Aber am Ende hat es eben hier die StarCraft-Zeitruppe geschafft. Es gibt eben, wie gesagt, leider nur dieses eine Match. Es gab, glaube ich, hier und da mal mehr. Ich weiß auch, in Korea wurde die Mob ein bisschen gespielt. Aber leider sind koreanische Replays, die dann direkt aus Korea kommen, nicht wirklich einfach abzugreifen. Das heißt, da komme ich nicht ran. Die Matches kann ich nicht casten. Und das war jetzt einfach Teil der ESL Spring, dieses Showmatch. Und dachte ich, das schauen wir mal rein. Weil ich eben die Mod, ich habe von der gehört, aber ich habe sie bisher noch nicht gesehen. Und bin echt überrascht, wie schön das hier, ach, visuell einfach,
wie die ganzen Skins sich damit einfügen. Das ist schon geil, dass die StarCraft 2 Engine das alles hergibt. Und ja, das war's mir. Als nächstes machen wir dann noch weiter als Abschluss mit dem Finale der ESL Master Spring. Und dann geht's eben weiter mit dem nächsten Turnier. Das war's mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.